And now we are back at 80 Late Night Christiansen. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei 80 Late Night Christiansen. Ich hoffe, euch hat die kleine Werbeeinschaltung gefallen. Ich glaube, wir waren stehen geblieben bei dir. Perry, du wolltest uns noch erzählen, wie es bei dir mit den Ponys angefangen hat. Ich muss jetzt zugeben, auch wenn ich vor ein bisschen bei Weber rumgelästert habe, von wegen, was, du warst wohl voll der Hater. Ich gebe zu, ich bin ganz ehrlich, ja, ich war vorher auch so drauf, weil ich vorher auch dachte, oh, überall diese komischen Ponys. Vor allem ist das bizarr, nicht nur die überall so sind, da kannst du denken, das ist unser neues Internet, das ist irgendwie der neue, das neue Nein-Gag-Material, ja, und in 3 Wochen interessiert das keine Sau mehr, ist die Kuh auch tot. Und die Geschichte dann auch langsam lustig geworden. Nee, tatsächlich, Leute, die größten Zyniker sind in meinem Internet-Bekanntenkreis. Leute, die immer über alles so ein bisschen rumlästern, die so ein bisschen die Leute sind, die gerade mit Trends gar nichts anfangen können. Auf einmal, ungelogen, setze ich ihn, ja, schon eine neue Torrent oben für meine Pony, ne? Neue Folge, das war ja kurz vor, so wo das letzten, irgendwie die letzten 4 Folgen oder so von der ersten Staffel lief. Dann sehe ich irgendwie, jetzt sehe ich immer, ja, Leute, wie läuft's? Ja, wir gucken die neue meine Pony-Folge, ja, wie geht's dir? Das ist ein sehr surrealer Moment, wenn Leute, wo du ganz dachtest, okay, du bist die ganze Zeit im Internet, überall diese Pony-Kacke, weil diese Meidel-Ponys macht jetzt Kind schon nicht, ich konnte mit so Meidel-Kram nichts anfangen. Da habe ich echt gedacht, okay, das ist so Meme, das ist jetzt lustig, das ist irgendwas so Kindisches zu mögen, passt. Kommst du in diesen IRC, weil ich wurde ab und an mal reinschmuppert, hast keine Ahnung, dass die auf einmal alle auf das Zeug abgehen. Und dann sagen die ungelogen, ohne jeden Witz, ja klar, gucken wir uns mal Pony an, die neue Folge, ja, hier ist ja Regen, ne? Ist eine gute Qualität, da habe ich schon den 27p-Download, ja, geil. Und unterhalten sich über die neuesten Zitate und okay, nee, das kann nicht wahr sein. Irgendwann habe ich dann aber eben auch aufgegeben, mich zu wehren, weil ich echt irgendwann hat die Neugier gesiegt. Ich wollte wissen, was macht all diese verbitterten, verbiesterten, zynischen und teilweise wirklich sarkastisch bösartigen Menschen, die jetzt sonst mit so Kram überhaupt nichts im Hut haben, was bringt die dazu, sich diese bunten, kitschigen Plastikponys anzugucken? Dann habe ich mir das angeschaut. Ich habe halt wirklich mich mit meiner besten Hälfte hingesetzt, weil wir beide gerne Zeichentrick schauen. Okay, wir gucken jetzt die erste Folge. Ich will das jetzt wissen, was da los ist. Und wenn das Titelbild kommt, willst du euch auch erst nicht ausmachen. Weil das Titelbild bestätigt, wenn du doch nichts Vorteil hast. Das ist wie die frühe Generation. Das ist kitschig, das ist kindisch. Es will dir eigentlich nur niedliche kleine Charaktere als kleine Figuren verkaufen. Dann kommst du natürlich bei dem Titelbild auch erstmal nicht auf den Trichter, dass es was anderes sein würde. Wobei ich muss ehrlich sagen, also ich habe schon beim Titelbild gemerkt, das ist, ich will nicht sagen, es ist geil, aber das ist was Besonderes. Ich sag mal, es war hübscher animiert als hier. Ja, eben, das ist schon. Du, weil du weißt, dass das Flash ist, ja, dann würdest du denken, das überrascht einfach, wenn du siehst, wie schön flüssig und wirklich auch liebevoll es ist. Es ist eben nicht billig. Ja. Einfach gemacht, wie man das sonst macht, viel Copy-Paste den ganzen Tag. Ja. Nein, wenn du Copy-Paste siehst, dass es Sinn macht. Ja. Und das hat mich zum Beispiel beeindruckt, dass tatsächlich die Animation wirklich hübsch war. Ich konnte nichts anderes sagen. Die Animation und die Charakterdesigns waren sehr gefällig anzuschauen. Und wenn du dann halt noch siehst, dass tatsächlich ein richtiger Bösewicht in die Geschichte kommt, dann war ich, muss ich zugeben, richtig dabei. Denn wir kennen ja alle die alten Disney-Zeichentrickfilme, wo ein toller Bösewicht den anderen gefolgt ist. Jeder sein eigenes Charisma, sein eigenes Stil und auch teilweise bin ich dann nicht mehr so kinderknuddelig, sondern nö. Mhm. Richtig Charaktere mit einem bösen Stil, bösem Gehabe und auch entsprechenden Plänen. Sagen wir Klöckner von Notre Dame. Ja, schon was anderes. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, Disney Aria hat definitiv bewusst von den Ingram gesagt, Hellfire-Elemente drin. Mhm. Das ist auch definitiv hommagemäßig geplant, weil da merkt man es schon. Und dann siehst du halt, wie tatsächlich viel Liebe da drin ist, dass die Charakterisierung gut ist. Und dass es ein anständig bösewichtiges, die Ponys nicht nur an den Schmusen liebhaben sind. Ja. Und da muss ich sagen, da hat es mich schon erwischt. Ja. Nicht richtig schlimm, aber ich habe gemerkt, da ist was Besonderes dran. Und es hat sich bewahrheitet. Ja. Ja. Wir könnten ja, wie gesagt, noch tagelang hier sprechen über die Vorzüge und über die guten Seiten von My Little Pony. Und es hat ja schon seinen Sinn, dass das Ganze so beliebt geworden ist. Also, das sind sogar Menschen darüber. Es ist nicht immer alles ganz nachvollziehbar im Internet, was zu viral wird. Aber ich glaube, gerade hier, es gibt genug Dinge, wo du mit dem Finger drauf deuten kannst und sagen, deswegen und darum. Und, ja. Mit Sicherheit. Was viel interessanter wäre natürlich jetzt zu wissen, für uns alle die erste Galacon und überhaupt auch die erste Convention in dieses Fandom. Kenne ich trotzdem auch mit, da gibt ja keine Mühe. Wir sind in Europa halt erst, wir wollen natürlich unsere Kollegen bei der BAC nicht vergessen, die sind in einer Woche, das ist in England, aber die hat man selbst schon gesagt. Leider verstehen sich die Engländer nicht ganz selbst wirklich als Europäer. Wir können also sagen, wir sind zeitlich so ziemlich die erste europäische Convention für das europäische Festland. Für uns, fahr nicht nach England. Für euch? Ja, für euch, der linken Straßenseite. Für euch ist es freilich die erste Convention. Ja, nächstes Jahr fahrt ihr zu Wack. Ja, England hat was für sich.
Die drehen mich dreimal schnell im Kreis und reden mir dann da drüben ein, das wäre Amerika. Das funktioniert vielleicht. Ich war in Österreich, das kannst du zumindest probieren, wenn das Zeit hat vor drei Monaten. Oh, was gefällt dir hier so ganz toll? Warum kommst du nächstes Jahr wieder? Also zum einen muss ich sagen, diese Location hier war schon ganz schön. Ihr habt zwar vorhin angedeutet, es würde nächstes Jahr vielleicht noch eine größere Hotel-Location geben, aber ansonsten muss ich sagen, für das, was hier geboten wurde, der schöne Händlerraum, die Workshops hier in diesem Raum oder auch, was war das, Legend of Equestria. Im eigenen Raum drüben, ja. Im eigenen Raum drüben, das hat wunderbar alles vom Platz her geklappt. Auch diese Etagigkeit hier, aufzugucken und runterfahren kann, bis einem schlecht wird. Ja, von euch hört man. Und gerade wenn man ganz oben ist und seinen herrlichen Blick auf das Kesselgebiet von Stuttgart werfen kann, ja, ist eigentlich eine richtig schöne Location. Da habe ich schon miesere gesehen. Also wenn ich mir jetzt an die Bühne mal gleich zurück. Ich muss ja auch wirklich gestehen, ich habe dann gesagt, Galacon, ja cool, aber wir machen eine Convention und dann habe ich so gelesen, Jugendherberge. Also ich kenne so Jugendherbergen bei uns, wo wir dann oftmals bei der Con so Showgruppen und so Zeug unterbringen. Und dann denke ich mir so. Das ist Schullandheim. Ja, genau. Mit dem Weg. Ja, okay, aber ich habe mir die Website dann angeguckt von der Jugendherberge. Ja, sieht auch ganz nett aus, konnte ich mir aber nicht so wirklich vorstellen. Und dann heute stehst du vor diesem Aufzug, der da irgendwo ins Nicht, aus dem Nichts hervorkommt. Dann denkst du so, schon einmal gesehen, so ähnlich sieht es in Österreich auch, da fährst du in den Regierungsbunker runter, dann in den Berg hinein. Geil! Regierungsbunker können wir leider nicht anbieten, aber ich muss auch sagen, das hat mir wirklich gefallen. Auch wenn ich Höhenangst habe und diesen gläsernen Aufzug brutal finde. Aber wenn du dann wirklich dann nachts oder abends da reingehst und dann ist es überleuchtet, dass du sagst, wo du fährst, dann geht's edel runter bis zur Rezeption. Ja. Ich gebe zu, das ist wirklich sehr, sehr schön hier ausgerichtet. Da brauchst du nicht viel absichern. Da oben stellst du zwei Royal Guards hin, die dann das absperren und keinen reinlassen, wenn ich rein darf. Sehr einfach, ist wie ein Bergfried, Boxe. Mit dem Serra-Blick. Also was mir schon gefallen hat, was vorhin gemeint hat, erstens internationales Publikum, finde ich super interessant für eine Convention, auch was Neues, was Tolles. Was ich auch noch toll finde, dass du quasi dein Hotel in der Convention hast. Also du bist ruckzuck in den Räumen, du musst nicht ewig weit laufen, fahren, sonst was. Du bist direkt vor Ort, finde ich eigentlich wirklich genial sowas. Dann, wo ich anfangs skeptisch war, wie viele Leute kommen tatsächlich und was mich auch noch interessieren würde, wie kommt man gerade auf Stuttgart, eine Convention zu machen? Wow. Weil es gibt eigentlich Raum Stuttgart keine Convention und die Leute an sich hier etwas, ja, wieder sind. Warum genau? Wie kam es, dass man sich Stuttgart ausgesucht? Es ist so, erstmal die Grundsache, der Verein wurde ja gegründet. Und den Verein brauchen wir halt orgatechnisch. Ihr kennt das ja sicherlich in Deutschland. Bist du als alleinige Person, als Verantwortlicher für so eine, gerade in der Location einfach, bist du eigentlich gar nicht geeignet. Dann Schritt 2, okay, wir haben hier eine Stadt. Was heißt die Stadt auf dem Wappen? Eine Stute. Deswegen heißt ja der Ort ja auch Stutengart. Also haben wir gedacht, okay, wir sind in einer Stadt, die mit Pferden irgendwas zu tun hat. Mal schauen, ob es irgendwie eine Location gibt, die mit Pferden zu tun hat, die als Convention-Gelände genutzt werden kann. Deswegen werden wir zuerst vor, wie einige auf der alten Homepage gelesen haben, das alte Reiterkastell, das Römerkastell zu nehmen. Du sagst immer Reiterkastell. Du wirst es natürlich auch. Ja, ich hast du dir so einmal eingeprägt. Ich will jetzt wirklich sehen, wie auf diesem Kastell geritten wird. Das möchte ich jetzt sehen. Oder geritten wurde. Mhm. Ja. Und dann hatten wir auch den Ortsteil, wo das Teil steht, was Bad Cannstatt ist, und weil wir wussten, okay, wir hier in Deutschland haben ein richtig mieses Copyright, dachten wir, okay, wir brauchen etwas nach § 24.1 im Freinutzungsrecht in Deutschland. Für alle im Internet, ja, wir haben ein Fair Use Right in Deutschland, das heißt Information. Ja, da basteln wir uns was aus den Stadtfarben von Stuttgart und Bad Cannstatt. Das war ein Con-Pony. Ja, das ist jetzt Kani.
Das ist ja total niedlich. Ja, ja, das ist so klasse. Wir freuen uns echt, dass das so extrem gut ankommt. Mhm. Weil es einen Bierkrug hat, gibt es das. Das ist nicht so pseudo-gezeichnet, sondern einfach passt. Es ist verrückt versucht, das zu haben, dass es zwar wiedererkennungswert hat, aber trotzdem genau in den Stil der Serie passt. Das sollte nicht so ein überkandideltes, überdesigntes Teil werden. Nur um der Individualität willen. Und wir freuen uns sehr, dass das so gut ankommt. Es lässt sogar Kostüme dafür bauen. Also da hat man sich schon Gedanken gemacht. Bist du nicht mit dem Pfeil an die Karte gegangen? Oh, Mistkassel, da müssen wir wieder wegnehmen. Ja. Der eine Punkt, der natürlich jetzt auch schön ist, die Tatsache tatsächlich, wenn du dich dann umguckst, wenn es darum geht, dass die Karte sich vergrößern wird, es gibt tatsächlich genügend Auswahl, was andere Locations angeht. Du bist nicht auf dann so den üblichen Pool an üblichen verdächtigen Ketten noch irgendwo so beschränkt. Ja. Wir haben geguckt, ich werde euch jetzt nicht zu viel erzählen, aber wir haben halt schon zu viele Sachen angeschaut. Dann ist die Auswahl sehr groß. Ja. Mit einfach verschiedenen Konditionen, wo quasi die Rosine rauspicken können. Weil die Stadt ja auch wirklich so schön ist. Dass du so viel Ort hast, wo es auch einfach schön wird. Ja, es ist also schön, also dieser Ausblick da von oben, das kenne ich nicht. Wenn du oben auf dem Kessel stehst, ja. Ja, unten wahrscheinlich ein bisschen dumm, aber naja. Es ist ja auch, weil Stukengard, wir hatten als die Connys heißt ja auch den Plan, hier mit der Kutsche vorzufahren. Ja. Das mussten wir wieder verwerfen, weil das doch teuer ist. Also da haben sie gesagt, okay, kostet X Geld, aber habe ich eine E-Mail hingeschrieben. So, nein, X Geld ist ja erst der Grundpreis, da kommt dann noch das und das und außerdem noch Steuer dazu. Oh, das wird schon ein bisschen teuer. Und dann habe ich so gedacht, vielleicht können wir das und das weglassen. Nee, können wir nicht. Und dann fällt mir noch ein, dann muss man das ja noch als Vergnügungsfahrt hier anmelden. Oh, das wird noch teurer. Da habe ich mir gedacht, nee. Da muss er lieber in den Bad. Bürokratie ist auch echt ein Späßchen, das wir natürlich immer wieder erleben. Also das ist halt etwas, was ich jetzt sagen muss. Ich habe so wirklich Orga ja noch nie gemacht. Ich habe halt schon ein bisschen Einblick gehabt, dadurch, dass ich halt mit unserem Zeltlager bei mir zu Hause immer mitgeholfen habe. Zumindest indirekt, ich habe bessere Hälfte ist der immer noch Helfer. Du merkst natürlich schon, dass da eine Menge Bürokratie drin ist. Aber erst wenn du jetzt wirklich da drinnen bist, dann spürst du erst wirklich, was es für ein Schwall ist, nicht nur so ein bisschen Geplänkel. Du musst wirklich so viele Dinge beachten. Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal sagen, dass ich jeden Respekt habe für jedem anderen Con-Organ, der sonst Events von der zehnfachen Größe von unserer Con raushaut, die damit wahrscheinlich Bürokratie arbeiten müssen, die nochmal so einen dicken Stapel größer ist. Also mein Respekt, denn das kann eigentlich schon echt die Arbeit nicht versiesen. Und es nimmt dich keiner ernst, ne? Ja. Eben. Ja, das kann man. Vor allem auch das Problem ist, die Gäste verstehen es nicht, weil die wissen halt, man sich nicht vorstellen, dass echt so eine Stadtverwaltung sich so echt benehmen kann. Ja. Die Stadtverwaltung versteht nicht, warum wir wegen unseren Gästen aus dem Aufhebens machen und wieso wir all diese Dinge erleichtert haben wollen. Das ist nur ein Land wie jedes andere. Du musst beiden Seiten irgendwie vermitteln, das geht irgendwie nicht anders. Aber es wird besser. Wenn es immer größer wird, dann gibt es natürlich sein Bestes, irgendwie klappt es dann am Endeffekt auch, aber du musst wirklich viele Stunden investieren, damit irgendwie alle Seiten zufrieden sind, vor allem das Amt. Ja. Und das genehmigt dir die Veranstaltung. Gut. Aber gut, dass wir die Ferien nicht genommen haben, nachdem wir mit dem Auto von unten nach oben gefahren 17% sind. 17% Steigung, das heißt am Ziel wieder rein. Und aber ist es nicht aufgeschoben, ist es nicht aufgehoben? Das ist genau. Der Anbieter hat eh ganz keck zurückgeschrieben, ja, muss er fürs nächste Jahr sparen. Ja. Das mir, das macht also das wissen wir schon, was ihr nächstes Jahr macht, was wir vielleicht nächstes Jahr machen. Werden wir es irgendwie wie toll es wird. Der nächste Vorfall der Kutsche. Ja, das wäre natürlich da. Sammelpulli, Start und Kickstart. Gleich morgen. Wenn ihr das könnte, unser Finanzmann, der würde jetzt natürlich hier anfangen, richtig Schallkräfte zu kriegen. Das wäre eigentlich so. Man könnte ja auch Pony rein. Wir meinen das symbolisch. Wir meinen die Kutsche natürlich unsere Autos, ja. Ja, genau. Ja. Wir haben mehr auf einem Dach. Offenen Fenstern. Wenn wir dann schon langsam ein Ende nähern und schon nächstes Jahr ansprechen, man hat es im Con. Ja, man sagt mal Con-Hon, Con-Buch, Con-Guide. Con-Guide, das ist das japanische Wort nicht.